Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdardrim zu einem weiteren App-Let's Test. Ja, heute testen wir mal mein Wissen über Herr der Ringe in dem Herr der Ringe Quiz. Ich melde mich gleich mal bei Google an, damit Google weiß, dass ich das Spiel spiele. So, AGB gelesen und akzeptiert. Los geht's. Zwerghuhn. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit zwischen Karriere, Herausforderungsmodus, Mehrspielermodus, Erfolge, Optionen, Ausloggen. Okay, Ausloggen wollen wir uns jetzt nicht. Mehrspielermodus, erstmal mit Karriere hier beginnen. Starten wir doch mit Karriere. Viele Ringe bekamen die Menschen? 9. Na klar, die erste Frage ist noch relativ leicht. Wer ist nicht böse gesinnt? Saruman, Boromir, Gothmog, der Mund Saurons. Boromir ist eindeutig nicht böse gesinnt. Er ist einer der Ringgefährten. Ich glaube, das Spiel wird ganz gut für Leute, die mitraten können und auch Herr-Ringe-Fan sind. In welche Himmelsrichtung liegt Mordor auf einer Karte von Mittelerde? Im Norden, im Süden, im Nordwesten, im Südosten. Lass mal überlegen. Ich habe hier eine Karte. Ich glaube Westen, ja, Westen ist es. Im Südwesten, ja, im Süd. Eigentlich im Südwesten, aber gut, gibt nur Süden. Was? Südosten? Ich bin halt irgendwie kein guter Kartenleser, oder was? Die Antwort war falsch. Die richtige Antwort wäre gewesen im Südosten. Okay, Spiel normal. Ist ja kein Drama. Kann man mal falsch machen. Wer ist Isildurs Erbe? Aragorn, Pippin, Sam, Sauron. Das ist natürlich Aragorn. Und selbstverständlich. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren mitraten. Nein, bitte nicht in den Kommentaren mitraten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das geraten hättet. Also, was ihr alles richtig habt. Das ist zu viel, wenn ihr in den Kommentaren mitratet. Und worauf reiten manche Orks? Auf Pferden, Wagen, Trollen, Adlern. Auf Wagen. Natürlich. An wessen Tod ist der Hexenkönig beteiligt? In Klammern Filme. Eomer, Theoden, Merry, Eowyn. Ich würde mal sagen Theoden. Der stirbt doch in der Schlacht an Minas Tirith. Welcher Hobbit stand im Dienst von Gondor? Das war natürlich Pippin. Alle Herr der Ringe-Fans, die finden das jetzt wahrscheinlich unglaublich toll, weil sie mitraten können und richtig gut dabei sind. Wer oder was ist ein Palantir? Das ist natürlich ein sehender Stein. Der allsehende Stein. Wer war Gothmog? Oh, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, Silmarillion und früher. Das habe ich nicht komplett gelesen. Ein Mumakil, der Rambok Mordors, ein Rohirrim. Der Statthalter von Minas Morgul. Ich würde sagen, der Statthalter von Minas Morgul, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, richtig geraten.
Wer ist Bilbos Vater? Bingo Beutlin, Bungo Beutlin, Bill Bono Beutlin oder Balo Beutlin? Ich würde sagen Bingo Beutlin. Bin mir nicht ganz sicher. Nein! Verdammt, ich bin ich heute schlecht. Muss ich nochmal von vorne spielen. Ich kann hier auch die Joker nehmen. Hier, da seht ihr, es ist eine neue Frage. 50-50 oder Frage den weißen Rat. Vielleicht werden wir die mal benutzen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir nicht weiter wissen. Wer ist die Herrin von Lothlorien? Galadriel ist die Herrin von Lothlorien. Das ist nicht schwer. Na, da seht ihr mal, wie viel der Zwergenfürst über der Herr der Ringe weiß. Naja, nicht alles. Was haben Hobbits an den Füßen? 4 Zehen, 6 Zehen, Schuhe, Haare. Härchen? Ja, Härchen haben sie an den Füßen. Was wird nicht mit Gandalf assoziiert? Ein Bart, ein Stab, ein Schwert, Pfeil und Bogen. Das ist natürlich Pfeil und Bogen. Der hat ein Schwert, er hat ein Bart, er hat und ein Stab. Natürlich. Wie kommuniziert Saruman mit Sauron? Über den Palantir, ein Nazgul ist in Isengard, über Boten, über die Gedanken. Über den Palantir natürlich. Das weiß man doch. Wer hatte bereits die Gelegenheit, Sauron zu vernichten? Gil-galad, Elendil, Isildur, Gollum. Entweder war es Isildur oder Elendil. Ich würde mal sagen Isildur. Ja klar. Elendil hat mitgekämpft, aber Isildur hat es dann fast geschafft. Wie heißt Bilbos Mutter? Bella Beutlin. Bella Leutlin steht das Wort. Belladonna Bags. Belladonna Brandybock. Belladonna Tuck. Natürlich Belladonna Tuck. Weil Leutlin ist sowieso falsch. Wer tötete Saruman? Gandalf natürlich. Nein! Stimmt ja. Das war gar nicht Gandalf. Gandalf wollte den töten, aber sein Kollege. Schlangenzunge. Mann, schon zum dritten Mal verkackt hier. So eine Peinlichkeit für mich. Wir haben Hobbits noch genannt. Halblinge. Zwergwüchsige. Nein. Was ist Tal? Ein Tal, eine Stadt, ein Berg, ein Bauern. Ein Bauern, ein Topf. Okay. Eine Stadt, würde ich mal sagen. Korrekt. Was müssen die Rohirrim wegen des bevorstehenden Angriffs von Isengard verlassen? Idoras Bruchteil Minas Tirith Lothlorien. Idoras? Was könnte Aragorn? Wer könnte. Was? Achso, wer krönte Aragorn im Film? Das war natürlich Gandalf. Was war die Antwort Mordors auf die Ankunft Rohans bei der Schlacht um Minas Tirith? 4 Antwortmöglichkeiten: Angriff mit Mumakil, die Nazgul kamen an Sauron kam. Oder sie kamen auf. Muss mir die Frage nochmal durchlesen. Und was war die Antwort Mordors auf die Ankunft Rohans bei der Schlacht um Minas Tirith? Und was war die Nazgul? Wenn ich mich nicht irre. Schon wieder abgekackt. Alter. Das ist peinlich. Das ist richtig peinlich für einen Zwergenfürst. Es ist irgendwie. Entweder ist heute nicht mehr Tag. Oder. Ich habe wohl irgendwie nicht die Bücher richtig gelesen. Setz mal glatt einen Joker ein, damit ihr das auch mal seht. Hier habe ich neue Frage, 50%, 50%, frage den Weißen Rat. Ich frage mal den Weißen Rat. Der Weiße Rat denkt, es ist Kampftürme. Ja, das dachte ich auch. Dem muss man natürlich vertrauen, dem Weißen Rat. Sagt hier schon nicht das Falsche. War richtig. Bombard. Natürlich jetzt einen Joker eingesetzt, neue Frage. So, zurück im Menü. Ja, ich war heute da nicht so gut in dem Herr der Ringe Quiz. Peinlich für mich, lustig für euch. Ja,
Ladet euch diese App runter. Der Herr der Ringe Quiz heißt es. Ist in der Kanalbeschreibung. Nein, Quatsch, in der Videobeschreibung hier ganz, ganz oben verlinkt. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ist kein Produktplacement. Nicht von mir. Ihr wisst Bescheid wie immer. Also, wenn ihr auch mal euer Wissen der Herr der Ringe testen wollt, klickt auf den Link und ladet euch die App runter. Ein Däumchen nach oben vorher noch machen, solltet ihr ein besserer Herr der Ringe Fan sein als ich und euch besser darin auskennen. Ein Däumchen nach unten solltet ihr es nicht sein und wohl. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, trotz des peinlichen Versagens jetzt hier von mir in diesem Quiz. Sag's wie immer, haut rinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.